Ja, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial KiCad 5.0.2. Und wir wollen heute weitermachen mit unserer runden Platine, die ich hier schon mal geöffnet habe. Im letzten Tutorial hatte ich dann zum Schluss die Bauteile hier rechts nach oben verschoben und habe sie jetzt mal hier platziert. Das Platzieren hier nochmal ganz kurz gezeigt. Anklicken mit der Taste M kann ich jetzt dieses Bauelement hier verschieben und entsprechend ablegen. Und mit der Taste R kann ich Elemente rotieren. Was jetzt hier neu ist bei dieser Platine, sind solche schräg gelegten Bauelemente wie hier der Arduino und auch hier dieser Connector. Und das möchte ich euch hier mal an diesem Connector kurz zeigen, wie das funktioniert. Ich schiebe ihn dazu mal ein bisschen nach rechts, dass es ein bisschen besser zu sehen ist. Also mit Taste M nochmal hier ein wenig nach außen bewegt. Ich lege ihn ab. Das Bauteil ist jetzt angewählt. Ich kann jetzt hier mit der rechten Maustaste auf das Kontextmenü gehen und exakt verschieben anwählen oder hier Steuerung M drücken. Das wäre dann der Tastenbefehl dazu. Und jetzt komme ich hier in ein Fenster und hier kann ich jetzt also manuell exakt um 0, Grad zum Beispiel das Bauteil in der X- und Y-Achse verschieben, hier gesehen zur aktuellen Position oder zum Ursprung des Blattes, Leiterplattenblattes und oder zum Ursprung des Bohrloches etc. Ich lasse hier immer die aktuelle Position angewählt und was hier entscheidend ist an dieser Stelle eigentlich, ist die Positionierung in Grad und die Pluswerte sind leider entgegengesetzt den Uhrzeigersinn. Also wenn ich hier 10 Grad eingebe und das mal ausführe, dann seht ihr, dass es hier also gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird, das Bauelement. Und wenn ich nochmal hier darauf gehe, bleibt auch diese 10 Grad. Wenn ich jetzt nochmal OK drücke, werden die also nochmal um 10 Grad verschoben. Ich zeige das nochmal. Wir haben also jetzt eine Verschiebung von 20 Grad zur senkrechten und in die andere Richtung mache ich das jetzt mal mit minus 40, weil wir haben ja 20 nach links und wir wollen 20 nach rechts. Also 40 minus 40, dann sollte das exakt in die andere Richtung zur senkrechten gesehen stehen und siehe da, es funktioniert. So kann ich also auf runden Bau oder runden Platinen meine Elemente auch hier schön sauber positionieren. Ich mache das jetzt hier mal wieder zurück und mache einfach mal 20. So, dann soll das wieder gerade stehen und ich bewege mit M unseren Connector wieder hier nach links. So, wie gesagt, so kann man die ganzen Bauelemente platzieren und ich habe dann auch nochmal hier den Durchmesser vom Edge Cut geändert. Auch das zeige ich nochmal. Ich wähle das jetzt hier an. Den Edge Cut mit der Taste E für Edit habe ich hier nochmal den Radius geändert von 80 mm auf 55 mm. Und habe es so erreicht, dass hier meine Platine etwas oder der Rand hier etwas näher an die Bauelemente heranrückt. Ja, soweit, so gut. Als nächstes möchte ich jetzt Flächen einzeichnen. Flächen haben natürlich das Problem, es gibt keine Kreisfunktion, deshalb muss ich auch hier das Raster mal etwas kleiner stellen. Und ich kann also jetzt hier mich so am Rand des Edge Cuts entlang hangeln. Ich werde das hier wieder auf unser Ground Power legen, auch das hatte ich schon mal gezeigt, wie das geht. Und ich muss mich dann also hier natürlich so etwas am Geschehen entlang hangeln. Je genauer ich das mache, umso weniger Freiflächen entstehen jetzt hier an dieser Stelle. Dieser Abstand hier, der wird jetzt nicht ausgefüllt, weil wie gesagt, es gibt so keine
Möglichkeit, das als Fläche zu definieren. Soll aber jetzt hier nicht das Problem sein. Ich setze das hier einfach mal ein bisschen rum. Ich mache das jetzt hier gröber. Da ist natürlich ein bisschen Feinarbeit gefragt. Aber die Flächen sollten halt einfach das mal abdecken. Und dann denke ich, ist das auch gezeigt, wie das funktioniert. So. Und wo sind wir? Hier sind wir am Endpunkt angekommen. Und damit wird auch unsere Fläche jetzt ausgefüllt. Ich habe jetzt also hier eine komplette Fläche. Hier sind noch keine Leiterbahnen drin. Wir sehen, das sind hier nur Luftlinien, denn ich möchte euch jetzt im nächsten Schritt natürlich auch den Autoruder zeigen, was ich ja schon im letzten Tutorial versprochen hatte. So, wie gesagt, diese Abstände hier kann man natürlich verringern, wenn man dann hier sauber sich am Rand entlang arbeitet. Ich mache das jetzt hier mal fürs Tutorial nicht, das dauert sonst zu lang. Ja, das Ganze können wir dann noch auf der Rückseite fabrizieren. Ich gehe mal hier in die rückseitige Ebene und werde da auch nochmal eine Fläche legen. Auch die lege ich mal hier auf Grand Power und ziehe die hier mal noch ein bisschen rum. Und wenn wir damit fertig sind, geht es dann auch schon in den Autoruder-Modus. So, jawohl, damit haben wir es geschafft. Doppelklick. Und wir sehen jetzt hier auch eine Fläche auf der Rückseite. So, damit wäre jetzt unsere Platine erstmal soweit vorbereitet. Und wir wollen jetzt unsere Platine mal nicht von Hand routen, sondern ich wollte es euch zeigen, welche Vor- und Nachteile auch der Autoruder hat. Und deshalb werde ich jetzt mal die Platine speichern und im nächsten Schritt müssen wir unsere Daten exportieren in das Format Spectra DSN. Das braucht unser externes Programm. Und wir sehen es hier schon aus einem vorhergehenden Versuch, habe ich hier mal noch schon diese Datei, die sollte bei euch dann nicht da sein. Und ich speichere das mal unter demselben Namen ab. Wir überschreiben das Ganze. Damit ist jetzt unsere Platine als Spectra DSN-File exportiert. Und im nächsten Schritt geht es jetzt gleich zum FreeRouter. Zum Download von FreeRouting öffnen wir unseren Browser. Gehen auf github.com und geben in der Suchleiste Free Routing ein und nehmen hier das zweite Suchergebnis Free Routing, Free Routing GPL3 License von 2014. Ich muss dazu sagen, wer sich mit FreeRouting etwas näher beschäftigt, wird auch auf diese Webseite kommen, freerouting.org. Das ist hier auch möglich, dieses Programm zu downloaden. Allerdings wird man hier beim Download des Programms weitergeleitet auf layouteditor.com. Das ist eine Seite einer Firma. Und ich weiß nicht, inwiefern hier Lizenzbedingungen einzuhalten sind. Also wichtig ist, oder denke ich, am wichtigsten ist, hier das FreeRouting von GitHub herunterzuladen. Es steht jetzt hier unter GPL3 Lizenz. Inwiefern das Ganze so richtig ist, kann ich jetzt hier auch nicht beurteilen. Also bitte vorsichtig sein und wie gesagt, dann lieber GitHub nutzen. Wir gehen hier drauf und wir sehen jetzt hier eine ganze Menge Ordner und Binaries und was wir hier benötigen ist dieses freerouting.jar bzw. die execute. Das sind die beiden Dateien, die wir hier benötigen. Und ich gehe hier nochmal zurück. Download dann, clone oder download. Ich habe es als ZIP bereits gedownloadet und ich schließe mal hier den Ordner, den Browser. Und wir sind jetzt hier im Download-Ordner. Ihr erhaltet dann dieses ZIP-File, das sind 8 MB. Ich habe es gleich direkt mal hier ausgepackt. Wir haben dann hier den FreeRouting-Master-Ordner und hier die Binaries. So, wir hatten das Spectra-DSN-File bereits exportiert. Ich nehme jetzt hier mal die Exe. Für die Linux-Nutzer gibt es das FreeRouting.jar.
dann einfach mit Rechtsklick und Ausführen ausführen im Linux. Das sollte auch kein Problem sein. Ich nehme jetzt hier mal die Exe. Wir doppelklicken auf den ganzen Spaß hier mal drauf. Und wir öffnen dann hier in unserem Dialog unser Design. So, KiCad, Tutorial, und wir sehen jetzt hier Tutorial12.dsn, das ist also dieses Spektra-File. Wir öffnen das Ganze und wir sehen jetzt hier unsere Platine. Ich minimiere mal hier die einzelnen Fenster. So, und wir können jetzt hier alles ansehen. Man kann hier verschiedene Ansichten wählen und noch Einstellungen vornehmen. Ich lasse das alles so, wie es ist. Und wir sehen also jetzt hier unsere Platine mit unseren Flächen und natürlich hier auch die einzelnen Netze. Und man kann jetzt hier noch verschiedene Parameter einstellen. Ich mache jetzt hier einfach Autoroute-Parameter, ist vielleicht noch ganz interessant, dass wir hier also die Kupferflächen benutzen, beide Flächen. Und hier kann man noch die Viacus einstellen, sollte man aber meiner Meinung nach auf den Grundeinstellungen lassen. Wer das möchte, kann sich natürlich auch gerne da noch mit etwas näher befassen. Und eigentlich brauchen wir jetzt hier nur noch auf Autoruder zu klicken. Und unser Programmchen fängt an, unsere Platine zu autoruden. Das wird jetzt einen Moment dauern. Und wenn er fertig ist, melde ich mich wieder zurück. So, die Platine ist jetzt fertig geroutet. Das hat circa so 2 bis 3 Minuten gedauert. Das waren ja auch nicht allzu viele Leiterbahnen. Und er ist jetzt hier fertig. Was ich euch noch zeigen möchte, ist hier unter Parameter die Routenparameter. Hier kann man auch einstellen, ob er im 90 Grad oder im 45 Grad Winkel routen soll oder auch ohne jedweden Winkel. Dann macht er runde Leiterbahnen und nimmt den kürzesten Weg. Es gibt hier also eine ganze Menge Einstellungen, an denen man drehen kann. Findet das mal selber raus. Da kann man gerne mal ein bisschen rumprobieren. Und ich werde da hier nicht weiter drauf eingehen, denn bei mir geht es ja hauptsächlich ums KiCad und nicht ums Freerouting. Wie gesagt, beim letzten KiCad ist er hier mit rausgeflogen. In der 5 muss man es händisch nachmachen. Vielleicht gibt es in der 6 mal auch irgendwann im KiCad 6 dann einen eigenen Autoruder. Mal sehen, wie sich die Sache entwickelt. Fertig ist er. Und ich möchte euch das jetzt zeigen, wie wir weitermachen. Wir exportieren ein Spectra Session File. Wir klicken hier auf Ja und damit ist eigentlich unsere Geschichte hier schon beendet. Wir schließen das Ganze. Wir gehen zurück in unsere Platine und gehen auf Importieren Spectra Session File. Und wir sehen jetzt hier schon im KiCad Tutorial 12 Ordner dieses SES File. Und wir öffnen das Ganze. Und damit ist das hier importiert. Wir drücken nochmal B. Damit werden auch die Flächen neu gezeichnet. Taste B werden die Flächen neu gezeichnet. Und wir sehen jetzt hier unsere fertig geroutete Platine. So, ich schalte das hier mal, die Flächen mal aus. Was ich euch aber an dieser Stelle zeigen möchte, sind dann solche unschönen Dinge, die unser Autoruder macht. Er versucht nämlich immer wieder gerade hier an die ganzen Pads heranzugehen, macht dann hier solche Knicke in die Leiterbahnen. Dann wechsle ich mal hier an der Zeile die Oberseite. Dann haben wir hier so einen schrägen Zulauf. Und auch noch zum Beispiel hier solche Kanten, die dann hier eingefügt werden. Das bedeutet, dass ihr, wenn ihr so eine Platine geroutet habt, Auto geroutet habt, das macht er übrigens auch bei rechteckigen Platinen, also das liegt jetzt nicht nur hier, weil es eine runde Platine ist, daran, müsst ihr mit Sicherheit eine ganze Menge Nacharbeit machen. Das solltet ihr bedenken und was ihr auch bedenken solltet, ist folgende Situation. Wir sehen jetzt zum Beispiel mal hier diesen Konnektor, der wird jetzt oben und unten einfach angeschlossen. Wenn man eine Platine produzieren lässt, wird dieser Pad hier natürlich nach unten im Bohrloch durchkontaktiert. Der hat also eine elektrische Verbindung. Das heißt, wenn ich meinen Konnektor hier oben aufstecke, kann ich hier auf der Oberseite natürlich nicht mehr löten, sondern nur auf der Unterseite. Ja, ich kann also nur noch jetzt hier auf der Unterseite löten.
und nicht mehr auf der Oberseite. Wie gesagt, bei einer produzierten Platine sind die Bohrlöcher hier durchkontaktiert, haben also nach oben und unten hin elektrischen Kontakt. Das ist kein Problem. Macht ihr euch natürlich selbst eine Platine, ätzt die selbst eine beidseitige Platine und bohrt dann hier von Hand, habt ihr hier keine Kontaktierung mehr, könnt aber auch hier auf der Oberseite nicht mehr löten, schlicht und ergreifend, weil ihr euch den Pad mit dem Connector hier verdeckt. Das ist dann die Problematik, die ihr euch mit so einem Autoruder einfangt. Ja. Würde man jetzt manuell routen, würde ich jetzt hier ein Via setzen an dieser Stelle und dann auf der Unterseite mit dieser Leiterbahn an den Connector gehen, um auch eine saubere elektrische Verbindung zu erhalten. Das hier, wie gesagt, der Hinweis dazu. Und wir sehen aber trotzdem, er hat das hier gelöst, das ganze Problem. Wie gesagt, es sind eine ganze Menge unschöne Dinge dabei, ja, Ecken, Kanten, Knicke, die man dann sehr wahrscheinlich noch händisch nacharbeiten muss. Und ob es das dann wert ist, ist die große Frage, ja, wenn man sich dann hier durch eine ganze Platine hangeln muss, um da die Leiterbahnen nachzuarbeiten. Naja, gut, deswegen, wie gesagt, hält sich auch meine Begeisterung für solche Autoruder in Grenzen. Ja, sie sind halt schnell, das muss man ihnen lassen. Aber ansonsten, naja, zweifelhaft. Das soll es dann für heute auch wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim KiCad-Basteln und bis zum nächsten Mal. Dann werden wir mal Gerber-Dateien erzeugen. In diesem Sinne,